In diesem Video geht es um die zweidimensionale statische Berechnung in Revit. Ja, das ist ja unser BIM-Modell, was wir in den vorherigen Videos aufgebaut und als Hauptsystem dreidimensional berechnet haben. Nun ist es aber natürlich so, dass man mindestens als Vergleichsberechnung, wenn nicht gar als Hauptbetrachtung, die Decken beispielsweise zweidimensional berechnen und bemessen möchte. Ja, schauen wir gerade noch mal die Visualisierung des 3D-Systems an. Das war ja dieses hier mit den drei Lastfällen, ständige Last, Verkehr und Schnee. So, das ist also die Voraussetzung dafür, dass wir jetzt ganz einfach 2D-Bemessungen durchführen können. Und wie geht das bei der Sophistic? Wir haben hier die Möglichkeit, ein Subsystem zu bilden. Und hier bietet sich natürlich an, Subsysteme aus Ebenen automatisch bilden zu lassen. Ich klicke da mal drauf und dann sehen wir hier beispielsweise Decke über EG hätte ich gerne als Subsystem. Und da ist es auch schon. Wir schauen mal hier im Projektbrowser ist jetzt unter den 3D-Ansichten ein neuer View angelegt worden. Und was ist passiert? Also die Systeme, die vernetzt werden, werden mit einer gewissen Sichtbarkeit versehen. Also hier natürlich die Geschossdecke und alle angeschlossenen Bauteile, die darunter liegen, werden als Auflager definiert. Also klassischerweise Stützen und Wände. Für jedes einzelne Auflager können über die Sophistic-Struktureigenschaften die Subsysteme Auflagereigenschaften gesteuert werden. Ich klicke mal hier eine Stütze an und dann sieht man hier, was er angesetzt hat. Er hat also eine Feder ausgerechnet. Für die Längssteifigkeit ist das klassisch E mal A durch L, für die Quersteifigkeit 3 mal E mal I durch L hoch 3 und über Faktoren könnten Sie jetzt hier natürlich eingreifen und zum Beispiel weichere Federn einstellen. Wenn wir diese Decke nun ja, klassisch 2D bemessen wollen, dann wollen wir natürlich auch die schachbrettartige Belastung haben. Wie das geht, habe ich ja in dem vorherigen Video BIM-Modell Öffnungen und Lasten erklärt. Und die habe ich hier natürlich auch drin. Das geht ja über VV, hier Filter, dann einstellen, die Flächenlast. Die geteilten wollen wir sehen und da sind sie. Kann man hier ganz gut erkennen. Ja, und schon können wir das Subsystem rechnen lassen. Wir gehen also wieder auf Start. Hier sehen wir jetzt eben, dass wir das Subsystem rechnen wollen und zwar als ebenes 2D-Plattensystem. Hier könnte man übrigens auch eine Lastübernahme von den höher liegenden Subsystemen einrichten. Dann würde man das natürlich schon ganz oben machen müssen und dann würden die Lasten nach unten auf jedes Subsystem übertragen. Ja, lassen wir das Ganze berechnen. Und dann sehen wir sofort auch das Ergebnis hier über die Systemvisualisierung wieder. Und sehe da, es ist jetzt eben ein 2D-Plattensystem, genau wie wir es haben wollten. Wir sehen hier die Visualisierung der Verformungen, ständige Last und hier eben sehr schön plausibel nachvollziehbar die einzelnen Lastfälle aus der schachbrettartigen Belastung. So, schließen wir das wieder. Und ganz interessant, wir sind immer noch in der gleichen Revit-Datei. Sie sehen das, wir können hier umstellen auf das Hauptsystem, was wir gerechnet haben. Und gleichzeitig haben wir eben hier die Subsysteme, in dem Fall jetzt nur eins, aber genauso könnten Sie weitere Subsysteme natürlich anlegen. So einfach ist das. Gut, im nächsten Video wollen wir uns dann mit der Bemessung der Unterzüge und dieser Platte befassen. Ich freue mich, wenn Sie wieder dabei sind.